Idealerweise hat er seine, der hat der Patient seine Krankenunterlagen komplett oder in Kopie bei sich, möglichst, wenn es geht, auch vorhandene Röntgenbilder oder kernspintomografische Bilder und ähnliches, sodass wir uns hier nochmal über seine Krankheit ein Bild machen können und dann eben auch entscheiden können, ob vielleicht noch zusätzliche Maßnahmen nötig sind. Dann wäre es wichtig, dass er Informationen mitbringt oder hat zu seinem Arbeitsplatz, so er berufstätig ist, ob er häufiger krank gewesen ist in den letzten Monaten, warum er krank gewesen ist, welche Schwierigkeiten es an seinem Arbeitsplatz gibt, ob das nun besondere körperliche Belastungsfaktoren sind, aber manchmal auch seelische Belastungsfaktoren. Das wäre wichtig, wenn er hierzu Auskunft geben kann. Und er sollte auch Auskunft geben können zu seiner privaten Lebenssituation, wenn es dort Belastungsfaktoren gibt, also beispielsweise, wenn er hochverschuldet ist und in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Das sind alles Dinge, die für uns wichtig sind und wo wir vielleicht auch manchmal mit einem Rat helfen können oder einen Weg bahnen können. Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass die Patienten in der Vorbereitungsphase sich die relevanten, die wichtigen, für den Reha-Ablauf wichtigen Befunde organisieren und dass sie mit denen schon kommen. Dass man nicht noch den Doktor anschreiben muss. In der Regel ist die Brieflaufzeit extrem lange. Wir fordern das dann beim Hausarzt an oder auch beim Krankenhaus Röntgenbilder an und bekommen die dann im Prinzip dann, wenn der Patient schon weg ist. Also wir fangen bei unserer Aufnahmeuntersuchung ja eigentlich schon bei der Geburt an. An die kann man sich in der Regel natürlich nicht erinnern, aber schwerwiegende Kinderkrankheiten, wie zum Beispiel eine Behandlung im Gipsbett, ist für einen Orthopäden auch sehr spät noch sehr weitreichend in der Konsequenz. Oder eine Hirnhautentzündung in der Jugend kann zu Veränderungen kommen oder Lähmungen und sowas. Dann gehören dazu sämtliche Brüche und Unfälle in der Vergangenheit. Brüche und Unfälle im Wachstum können dazu führen, dass die Beine ungleichmäßig lang sind. Ungleichmäßig lange Beine können dazu führen, dass es Probleme in der Wirbelsäule gibt, bis hoch zum Kiefergelenk. Also worum es hauptsächlich geht, sind solche einschneidenden körperlichen, aber teilweise auch psychischen Belastung. Wenn man zum Beispiel den Tod der Mutter nie überwunden hat oder auch den Tod eines Lebenspartners oder die Krankheit oder man ist selber oder wie auch immer. Also Dinge, die das Leben nachhaltig geprägt haben. Weil es bei medizinischer Rehabilitation ganz oft auch um berufliche Fragestellungen geht, viele Patienten vorher auch schon ahnen, dass die weitere Berufstätigkeit schwierig sein wird. Ist es manchmal hilfreich, dass Patienten Fotos mitbringen von ihren Arbeitsplätzen? Viele Patienten berichten von Arbeitsplätzen, die sich andere so gar nicht vorstellen können. Was bedeutet es, auf einem Van-Carrier im Hafen zu arbeiten? Was ist das überhaupt? Auch Ärzte sind oft darauf angewiesen, sich überhaupt erstmal eine Vorstellung machen zu müssen. Was macht mein Patient dort eigentlich? Welche Belastungen hat er dort und kann man das durch verschiedene Maßnahmen herstellen, dass er das so weitermachen kann oder geht das eben nicht? Es gibt auch manchmal Diskussionsmöglichkeiten von bestimmten Beanspruchungen und Möglichkeiten und es ist einfach leichter, wenn alle wissen, worüber eigentlich geredet wird. Es ist sicherlich hilfreich, wenn ich weiß, wer mein Betriebsarzt in der Klinik ist, wenn ich einen habe. Es ist hilfreich, zum Beispiel im Hinblick auf stufenweise Wiedereingliederung, wenn ich weiß, wer in der Personalabteilung der Ansprechpartner wäre, wenn so etwas eingeleitet werden soll. Es wäre hilfreich zu wissen, bei welcher Berufsgenossenschaft bin ich versichert, wenn dort in Kontakt aufgenommen werden soll und Fragen gestellt werden sollen. Bei welcher Krankenkasse bin ich versichert? Die Dokumente sollte man möglichst auch dabei haben. Ein Lebenslauf ist manchmal hilfreich, wenn berufliche Rehabilitation schon aus der Klinik eingeleitet werden soll, weil man dann einfach schon einiges an Unterlagen auch beifügen kann. Es gibt oft erste Gespräche schon in der Klinik und auch da ist es hilfreich, wenn der Berater dann schon weiß, mit wem habe ich es hier zu tun, was könnten denn tatsächlich Ideen sein, die man auch weiterverfolgen kann und wo gibt es vielleicht auch Redebedarfe.